Fest. Ohne Strom völlig nutzlos. Na toll. Er hat den Strom beschalten. Energiekernreceiver. Wenn ich einen Kern einstecke, sollte das Licht wieder angehen. Oh Gott, man fühlt sich ja wie in den Backrooms. Bisschen creepy. War ja vorher schon creepy. Da ist, glaube ich, ein Energiekern. Das ist keine vorschriftsmäßige FBC-Waffe. Wo? Wo denn? Ich würde mal interessieren, wo... Ach, die da. Halt. Jules Schlüsselkarte könnte nützlich sein. Leider ging Jules Schlüsselkarte gestern verloren. So ein Pech. Völlig unabhängig davon habe ich jetzt eine Karte mit Freigabestufe 3 in meinem Büro und jede Menge Schwarzstein. Alle Schwarzstein zu Pulver gemahlen und überall verteilt, falls es beschlagnahmt wird. Nächste Schritte, Waffentest mit Schwarzsteinpulver. Sollte ich Pläne bei Erfolg an Außendienst schicken? Das könnte zu einer Versetzung weg aus diesem Drecksloch führen. Ich muss mir mehr Anwendungen für den Schwarzstein ausdenken, jetzt wo ich welchen habe. Im ältesten Haus gab es einen Forscher mit jeder Menge Ideen wie dieser. Ich wünschte, ich könnte mich an seinen Namen erinnern. Ich wünschte, Sie hätten diese Dinger leichter gemacht. Für mich gab es nur einen Weg nach draußen. Die Quelle des Ereignisses identifizieren und sichern oder eliminieren. Die gute Nachricht, ich musste nur weiter nach unten. Die schlechte, der Aufzug verschwand gern. Ich höre Geräusche. Ist der Aufzug da? Das klingt echt seltsam. Du bist doch gar nicht da. Was? Weißt du? Wollen Sie mich verstehen? Ich bin ein Agent des Federal Bureau. Der Scheiß funktioniert nie. Ey! Pistole reicht nicht. Ich hab ja. Oh Gott, ich. Shit, ich muss. Ich hab nicht mehr. Ich muss erstmal wieder.
Oder sind es nur zwei? Ich brauche diese Waffe da, hä? Alter Finne. Nein! Oh Gott. Das ist die falsche Seite, verdammt. War denn? Wir müssen ja drüben hin, aber es ist eine verschlossene Tür, da komme ich nicht lang. Da ist ein Behälter. Na toll. Das ist mitten im Gefecht. Was sind denn das für Viecher? Alles klar, Jungs. Alles super. Lässt sich von hier nicht öffnen. Nicht gut. Da drüben ist noch eine Tür. Alter, das ist nicht in Ordnung. Heil dich doch. Ey, der Titsch. Na, das kann ja heiter werden, du. So. Was soll ich jetzt eigentlich machen? Kontrollziele. Finde einen Weg zur Schlüsselkarte und Waffe, indem du die Einrichtung erkundest. Ja. Wir haben Behälter gefunden. Sicherheitsfreigabe 2, hier ist verschlossen, da kommen wir nicht weiter hin. Das heißt, wir müssen mit dem Fahrstuhl raus. Hier runter und dann ab hier rein. Oh Gott. Ist jetzt der Fahrstuhl? Ist ja gar kein Fahrstuhl. Okay. Das Hälfte hat sich gerade beschwert. Zu laut. Verdammt. Ich habe mich so erschrocken. Ich habe mich so erschrocken gerade eben. Weil die sind halt anders als die anderen, ne? Was machen wir denn? Wir haben Behälter. Kann es sein, dass wir in Behältern Sachen finden? Ich habe das Gefühl, wir können nichts gegen die ausrichten. Oh, dann kommt die halt aus dem Nichts, ne? Kommt aus den Bildern hier raus. Ach, hier ist ja der Fahrstuhl. Hä?
Wieso ist hier der Fahrstuhl? Ach, Aufzug bewegte sich hier. Was zum Teufel waren das für Dinger? Ich hab keine Ahnung. Alter, Finne. Atme, Kieran. Man gewöhnt sich nie an die Dinge, die man in diesem Job sieht. Aber man kann Techniken lernen, um sich anzupassen. Atme 6-mal tief ein und mach dich an die Arbeit. Finde die Quelle, zerstöre die Schwelle. Fehler! Bitte warten! Bitte warten! Wo bin ich? Bitte warten! Bitte warten! Was ist das? Falls Sie mich verstehen, ich bin ein Agent des Federal Bureau of Control. Ich kann Ihnen helfen, wenn Sie mich nicht angreifen und kein feindseliges Verhalten zeigen. Verstehen Sie mich? Der Teufel soll mich holen. Was für ein Wesen bist du? Okay, ich mache die Untertitel an, falls wir da was sehen. Da. Du kannst sprechen. Das bedeutet, dass du wahrscheinlich auf eine Person geprägt wurdest. Oder noch ein paar Dinge deines früheren Ichs weißt. Früher ein Mensch. Damit kann ich arbeiten. Ich hatte gerade eine unangenehme Begegnung mit einigen anderen gemalten Personen. Kennst du sie? Tausend Gemälde! Rote Farbe! Oh. Was bedeutet das? Mann, kein Pinsel! Ein Selbstporträt! Hey! Beruhige dich! Feuer in seinen Augen und Händen und Knochen! Du musst mit diesem Unfug aufhören! Ah! Sofort! Die schlechte Nachricht. Dieses Ding ist angepisst. Die gute? Es hat nicht versucht, mich zu töten. Toll. Kleine Schritte. Wütende, lebendige Gemälde stehen normalerweise nicht auf der Bingo-Karte des Cauldron Lake. Im Haus am See ging etwas anderes vor sich. Und ich musste mich darum kümmern. Wright Falls konnte dieses Tüpfelchen auf seinem bereits beschissenen I nicht gebrauchen. Untergeschoss 3? Nee, wir waren nicht auf Untergeschoss 2. Warte mal. Kann ich da... Ich hätte gern einen Knopf. Wo ist der Aufzug hin? Oh, verdammt. Ich habe mich fehlleiten lassen. Wir waren nicht auf der 2. Also ich muss schon sagen, es ist doch paranoider als, oh Gott, als das Original. Also, das ist echt scheiße creepy. Weil
nimmt sie nicht viel zu Silent Hill. Für mich. Vom Ambiente her und von der Darbietung, von dem. Von allem. Verbesserung. ASCII-Ausgabe und Kalibrierung. Das automatisierte Schreibgerät produziert Texte im Stil von Alan Wake, einem bekannten Para-Utilitarier, mit dem Ziel, die Realität mit derselben Beständigkeit zu verändern, wie es die Werke von Mr. Wake taten. Kann es sein, dass die gegen ihn gearbeitet haben und deswegen das so gelaufen ist? Um diesen Grad der Authentizität zu erreichen, muss jede vom ASG produzierte Seite bewertet und anhand der Ähnlichkeit zu Wakes eigenen Stil benotet werden. Die Seiten werden anhand der folgenden Kriterien bewertet. Verständlichkeit, das ist das grundlegendste Kriterium. Die Seite muss Geschichten in verständlicher, organischer Sprache entwickeln. Stil, die Seite muss anhand von Referenzseiten aus dem Besitz des Hauses am See den typischen Stil von Wakes Texten exakt kopieren. Drittens, Ausdruck, die Seite muss anhand von Referenzseiten aus dem Besitz des Hauses am See den typischen Ausdruck von Wakes Texten kopieren. Referenzseiteninhalt, okay. Sobald die Seiten benotet wurden, werden sie dem Algorithmus als bevorzugtes Referenzmaterial zugeführt, wodurch die Schriftstücke der ASGs immer weiter verfeinert werden, bis sie Geschichten produzieren können, die nahezu identisch mit denen von Alan Wake sind. Sobald dieses Ziel erreicht wurde, geben wir den ASGs Anweisungen darüber, was sie schreiben sollen, um so effektiv die Kontrolle über Wakes Fähigkeit zu gewinnen, sich mit der Schattenenergie zu verbinden. Ob das so gut ist? Aber wahrscheinlich haben sie damit vielleicht auch die Versuche von Alan Wake rauszukommen dagegen gearbeitet, weißt du? Meine. In Zukunft werden die Forschungsarbeiten im Haus am See in zwei unterschiedliche Projekte aufgeteilt. Projekt X10022AW, Codename Arbutus, konzentriert sich auf die Untersuchung der Schriften von wahrscheinlich Alan Wake, mit Dr. Diana Marmont als Projektleiterin. Projekt C, blabla, Codename Rhamnus, wird sich auf die Untersuchung von Hum und seiner Arbeit konzentrieren, mit Dr. Jules Marmont als Projektleiter. In Kürze werden die Mitarbeiter über Projektzuweisungen und alle erforderlichen Schreibtischwechsel benachrichtigt. Während dieser Umstrukturierung bitten wir um Ihre Geduld. Dies ist eine interne Angelegenheit und darf nicht mit externen Vertretern oder Teams besprochen werden. Bei Fragen wendet euch bitte direkt an mich, gezeichnet Terry Kingston, Gebäudeverwalter. 12. September 2023. Notizen bezüglich einer Seite des Manuskripts von Alan Wake, die ich im Archiv gefunden habe. Ich habe mir die Aufzeichnungen angesehen und diese Seite befindet sich nicht in unserem Inventar. Aber sie hat sich direkt im Haus am See manifestiert. Ich werde diese Seite nicht füllen. Das würde Jules nur in Panik versetzen. Die Seite ist in Wakes üblichem Stil verfasst. Daher kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ob sie es wörtlich oder figurativ meint, wenn sie uns Monster nennt. Es ist jedoch interessant, dass die Seite darauf hindeutet, dass ein Gemälde eine erfolgreiche Verbindung zwischen der Schwelle des Quantum Realm und unserer Einrichtung herstellen konnte. Das Schreiben stellte schon immer die eindeutig bessere Forschungsmöglichkeit dar. Aber ich habe nie in Erwägung gezogen, dass das Schreiben selbst eine andere Kunstform zum Katalysator unseres Erfolgs machen würde. Das kann ich nicht akzeptieren. Ich kann nicht zulassen, dass Jules zum Erfolg stolpert. Nicht nach all den Jahren, die ich in diese Forschung investiert habe. Ich habe heute Morgen erfahren, dass gerade zwei Schriftsteller in Bright Falls eingetroffen sind. Okay. Ich werde vor Jules das Ziel erreichen. Ich finde das nicht gut. Die arbeiten gegeneinander. Alter, die Musik hört auf. Diana und Jules Marmont waren einst ein Team gewesen. Aufstrebende Stars des Bureau. Beide hatten ihre Talente. Diana führte Neuerungen ein und Jules besorgte die Gelder von den Bürokraten. Die Zusammenarbeit führte zu Respekt. Einer Verbindung. Dann, nach einem Jahrzehnt harter Arbeit, wurde das glückliche Paar befördert. Gemeinsame Leiter der Forschungsabteilung. Ihre ersten Jahre im Haus am See waren gut. Herausfordernd, aber nicht unüberwindbar. Nicht für sie. Schrittweise sickerten ihnen Gedanken in den Sinn wie Tropfen aus dunklem Wasser. Warum bekommt sie die ganze Anerkennung? Warum bekommt er überhaupt Anerkennung? Dadurch entstand ein Riss im Haus am See. Die Marmonts und ihre Arbeit wurden arrogant und unberechenbar. Der Riss vergrößerte sich und das Wasser drang ins Innere.
Ich würde mal eher sagen, es ist genau andersrum. Es ist genau andersrum. Er hat es geschrieben. Beziehungsweise Scratch. Wörter pro Satz, WPS, Max 15, Min 1, Durchschnitt 6,41. Charakterorientiert, Lane. Why Lane? Okay, Vergangenheit, gekürzte Formulierung, mehr Adjektive, gezielte Zeitachse. Diana und Just Moment waren einst ein Team gewesen. Aufstrebende Stars des Bureau. Ach, das ist die Seite, die aufgetaucht ist. Story-Konzepte. Rudolf Lane. Farbe, Geruch, Moments, Hasskonflikt. Rudolf Lane trat von der Leinwand zurück. Er kannte das Werk nicht. Hatte er das gemalt? Seine Erinnerungen waren verschleiert. Unscharf. Er wusste, dass die Mormons etwas in sein Essen mischten. Ein Mann in einem weißen Mantel kam, um Lane zurück in seine Zelle zu bringen. Er leistete keinen Widerstand. Er war zu müde. Er legte sich auf sein Bett. Doch der Gestank in seiner Zelle ließ ihn nicht einschlafen. Es war ein säuerlicher Gestank. Das Terpentin. Die Farbe. Er war voll davon. Unzählige Schichten. Tausend Gemälde. Und es würden noch tausende folgen. Eine verdorbene Last, die er niemals loswerden würde. In seinen verschleierten Gedanken machte sich kalter Hass breit. Hass auf die Farbe. Hass auf die Pinsel. Hass auf die Marmots. Hass auf sich selbst. Hier unten kann man auch erkennen, warte mal, ich gehe mal nochmal zurück. Diana und Jules Marmont waren AW002, AW07. Rudolf Lane trat von der Leinwand zurück. Ist Co-Leiter ein Wort oder zwei? Hatte er das gemalt? Seine Erinnerungen waren verschleiert. Enthält Dialoge, kurze Formulierung, dritte Person, Allwissen, grober Zeitablauf. Maman, Diana und Jules, FBC, Haus am See, Konflikt, Wasser, Dunkel. Ich glaube, da ist... Das hatten wir schon, ne? Ja, hatten wir. Mein Gott, die Musik. So, was haben wir hier zu erwarten? Das ist eine Leuchtfackel gewesen. Oh, ja. Sehr gut. Es gab einen Riss im Haus am See. Die Mormons hatten den See hereingelassen. Das Wasser konnte nicht fließen. Es war gefangen und geriet ins Stehen. Es war da. Die Wahrheit wurde kontrolliert. Die Kunst war keine Kunst, nur Teil eines Experiments. Es gab einen Riss im Haus am See. Die Mormons hatten den See hereingelassen, doch das Wasser konnte nicht fließen. Es war gefangen und geriet ins Stehen. Es war da. Die Wahrheit wurde kontrolliert. Die Kunst war keine Kunst, nur Teil eines Experiments. Okay. Das Gute, was ich gerade sehe, da ist ein Speicherpunkt. Also, beide Spiele an einem Arm zu spielen, war, glaube ich, keine gute Idee. Ich brauche wirklich ein Spiel, um runterzukommen und, es hat mich schon ganz schön stark überwältigt. Hier, gleich an der ersten, am ersten Abend. Wie gesagt, vorher Silent Hill, das war soweit okay, war diesmal nicht so schlimm, aber das hier ist, kommt gut an. Und ich denke mal, so kann ich es jetzt die nächsten Tage dann sukzessive spielen. Aber hier, ich brauche jetzt wirklich einen Zeitpunkt, um runterzukommen. Deswegen... Ein bisschen eher Schluss als sonst, aber ist ja nicht so schlimm. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Schlimm. Darauf freue ich mich ganz doll. Tierisch doll. Und ja, schlaf gut, träumt was Schönes und lasst euch nicht von irgendwelchen dunklen Wesen und so weiter. Ne? Also immer schön vorsichtig bleiben und guter Dinge und viel Licht. Ja. Firefox.